Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Tramsim. Schön, dass du wieder da bist. Ja, auch diese Woche ist einiges passiert, denn ein neues Update ist draußen. Das wollen wir uns hier mal kurz durchgehen. Und zwar ist es die Version 1.0.3, welche jetzt verfügbar ist, wird auch natürlich bei Steam automatisch runtergeladen. Ja, ihr müsst natürlich dementsprechend nichts machen. Und natürlich die ersten Modding-Features sind da. Und zwar hier die Repaints haben den Weg jetzt endlich ins Spiel gefunden. Nachdem man jetzt kurz mal gucken musste, wie das Ganze funktioniert, jetzt sind sie da. Und ihr seht, wir haben hier schöne Werbung von Almdudler drauf, ja. Das Original, das Nationalgetränk, beliebt und bekannt weit über die österreichischen Grenzen hinaus, aus natürlichen Alpenkräuter. Das hat ein Arbeitskollege immer getrunken und der hat das weggesoffen. Bis zum geht nicht mehr, ey. Ich hab da mal ein bisschen dran genippt da, ja. Haribo, Almdudler, hab ich noch nie gesehen. Holunder, alles klar. Kollege steht hier auch schon. Ja, toll. Freue ich mich, dass du hier wieder rumstehst. Oh, hier gibt es aber noch ein paar Reflexionsschwierigkeiten hier. Ja, wenn ihr natürlich schon Repaints drauf hattet, müsst ihr das Ganze nochmal neu installieren. Also ihr müsst nochmal neu runterladen, denn da gab es ein bisschen was in der Version 1.0.3, welches jetzt hier ein bisschen angepasst worden ist. Wie gesagt, gehen wir gleich ab. Ich will nur noch schnell ein Foto machen davon und dann können wir loslegen. Von unserer netten Straßenbahn. Die Fahrgäste sind drin. Wir haben eigentlich noch ein bisschen Platz hier. Dementsprechend, ja, können wir jetzt kurz warten. Also, wie gesagt, 1.0.3 ist erschienen am Freitag, den 13. Ja, 11.2020. Und hat natürlich einige Features mit dabei. Unter anderem, ja, das Repaint-Mapping wurde jetzt geändert. Jetzt können auch Fenster repainted werden. Das war wohl vorher so nicht möglich gewesen. Man hat jetzt auch die Grafikeinstellung jetzt geschafft, dass sie jetzt auch wirklich speichern. Man hatte das ja schon in der vorigen Update-Version ja besprochen gehabt, dass das Ganze jetzt so gespeichert wird. Und tatsächlich bei mir war es immer noch der Fall gewesen, dass das Ganze nicht gespeichert hat. Aber jetzt habe ich ein paar Neustarts gemacht und tatsächlich die Einstellungen bleiben jetzt auch wirklich drin. Also großartig. Jetzt können wir das Ganze jetzt endlich hier mal richtig benutzen. Dann wurde die Deformation der Straßenbahn wurde etwas verbessert. Wir hatten ja in der einen Folge gesehen, wie sich das ganze Ding auseinandergelegt hat, wenn ihr euch daran noch erinnern könnt. Und das soll jetzt ein bisschen behoben worden sein. Komplett weg ist es halt noch nicht. Ja, da sind noch ein paar Sachen drin, die wahrscheinlich das Ganze immer noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Probleme bereiten. Ja, also das ist noch nicht 100% verschwunden. So, Performance, da seht ihr ja, ist immer noch ein bisschen tricky, aber gut, das kann wie gesagt auch ein bisschen mit dem System hier zusammenhängen, wo ich denke, mein System ist stark genug, aber egal. Also ein paar Mini-Ruckler müsst ihr jetzt leider mitleben. Was wurde noch verändert? Das Blockieren der Türen durch einen aussteigenden Fahrgäste wurde jetzt ein bisschen verbessert, ja, dass das halt nicht dauerhaft passiert. Manchmal hast du ja gefühlt an jeder Haltestelle, dass das Ganze ja nun wirklich jeder immer da an der Haltestelle stehen bleibt. Und das war halt echt ein bisschen anstrengend, wenn die Leute da halt immer wieder da in den Türen stehen bleiben. Du musst halt immer manuell das zentrale Schließen halt machen. Das ist nicht so schön. Aber wie gesagt, wurde jetzt in dieser Version gefixt. So. Abfahrt. Cool. Aber das mit den Repaints finde ich ziemlich cool. Pünktlichkeit. Hier oben geht's wieder. So, was hat man noch gemacht? KI-Züge sind nun wieder häufiger unterwegs. Ja, hatten wir in unserem Testvideo ja schon besprochen gehabt, dass uns ja teilweise im Testvideo nur zwei Straßenbahnen entgegengekommen sind am Anfang. Ja, und sonst halt gefühlt nie wieder. Andere brauchen ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Und das hat man jetzt auch in diesem Update mittlerweile behoben. Schön. So muss das sein. Ja. Also man kann nicht sagen, dass die Entwickler von VRP hier auf der faulen Haut liegen und nichts machen aktuell. So, was haben wir noch? Verhalten der KI-Autos bei Klingeln wurde verbessert. Ja, manchmal klingelst du und es passierte nichts. Ja, die Autos standen halt trotzdem da. Dieses wurde jetzt
verbessert. Auch hier hat man das Ganze nochmal ein bisschen überarbeitet. Alle Fahrgäste steigen jetzt bei Stefan Fadinger Platz aus. Ja, das war früher, das hat der Phasus meiner Meinung nach schon angesprochen gehabt, dass sie da nicht aussteigen. Das soll jetzt auch weg sein. Türaufkleber sind jetzt auch von innen zu sehen. Die waren vorher wohl nicht da gewesen. Das ist mir persönlich gar nicht aufgefallen. Aber gut, man, das kann ja auch nicht alles einem auffallen. Ne? Aber wie gesagt, war halt tatsächlich ein Fehler drin. Und das hat man sich jetzt auch angenommen. Und dementsprechend, dieser Fehler ist jetzt soweit auch schon raus. Oh. Ja, du bist ein Held, weißt du? Jetzt können wir da wieder reinfahren, weil er hier wieder mal im Weg steht. Ich weiß nicht, warum er denn immer dann. Soll die denn immer einfach stehen bleiben? Dann können die noch weiterfahren. So, Türen auf. So, was haben wir so noch gemacht? Passt natürlich, ja, dass ich das Ganze jetzt hier mal so durchgehe, ja, die Patch Notes. Wenn natürlich gleich wieder ein Bug drin ist hier. Verdammte. Was haben wir noch? Fehlende Folientextur im vierten Wagenteil neben Monitor bei Fenster wurden jetzt ergänzt. Hartmittelpunkt in freier Ansicht ist jetzt schärfer und immer richtig zentriert. Okay. Wir haben Verkehrszeichen beim Ralitzky-Platz. Haben die Schilder für die maximale. Das muss ich mal hier raustippen, ganz kurz. Up. So. Ich spiele ja hier trotzdem. Nehme das Ganze ja trotzdem hier noch auf hier. Schärfer und immer richtig zentriert, zum Beispiel besonders breitere Auflösungen sind jetzt wohl mit dabei. Verkehrszeichen beim Raditzky, achso, das hatte ich, Fahrgastinformationsanzeige, Haltestellen Raditzky-Platz Richtung Prater, es wird nun Prater statt Stefan-Fadinger-Platz angezeigt, also da hat es wohl die Anzeige ein bisschen gesponnen, ne? Und umgedreht, Fahrzeug- und Fahrgastinformationsanzeige Matzleindorfer Platz Richtung Prater. Es wird nun Linie 6 statt Linie 62 angezeigt. Das zumindest schon mal jetzt drinne, was jetzt hier verändert worden ist. Gibt aber noch ein paar andere Sachen. Da gehen wir jetzt auch gleich noch drauf. Naja, manchmal bremst der echt nicht. So, Schottenring, Oberleitung, Abspanndrähte sind nun richtig miteinander verbunden. Ein paar fehlende Übersetzungen bei Tram-Challenge ergänzt. Mausfang nach Beenden einer Tram-Challenge-Runde behoben. Geschwindigkeitsvorwahrschalter kann in Tram-Challenge nicht mehr benutzt werden. Ach, ging das? Ja, toll. Das hätte man mal vorher wissen müssen. So, Flexity hat jetzt mehr Motorleistung für das Anfahren auf Steigung bekommen. Okay. Kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass das halt. Dass es so langsam ging. So, Flex City, ja, starke Ruckner-Performance-Einbrüche im Bereich Kartplatz wurden verbessert. Oh, okay, das ist natürlich interessant. Weil es gab ja mal so bestimmte Punkte, wo die Performance halt richtig in den Keller ging. Muss halt immer noch dazu sagen, dass ich das Ganze hier noch zusätzlich aufnehme und da sowieso Performance flöten geht. Aber wenn ich hier ohne Aufnehmen spielen würde, könnte ich das Ganze sogar in 4K 60 FPS spielen. Also das funktioniert wirklich, wirklich gut. Okay. So, jetzt muss ich mal ganz kurz mal hier rüber scrollen. Dann mal ganz kurz mal hier runter. So, okay, wir haben, denn an der Map wurde natürlich auch noch ein bisschen gearbeitet. Ja. Haltepunkt bei der Haltestelle Schottentor, Fahrtrichtung Stefan Fahrdinger Platz ist jetzt nach der Gleiskreuzung. Da gab es wohl ein paar Schwierigkeiten, dass sie halt mitten wahrscheinlich auf der Kreuzung platziert wurde, der Punkt da. Das macht natürlich wenig Sinn. Oh, wollen wir mal ganz langsam hier rumziehen. Tramsim. So. Ende der 10er Geschwindigkeitsbeschränkung zwischen der Station Knöllgasse und Droststraße. Stefan Fahrdinger Platz hing das Schild falsch herum. Echt? Das ist mir nicht aufgefallen? Ja gut, die sind ja auch wirklich winzig, ja.
So. Alles klar. Dann Türen auf. Gut. Die U-Bahn-Treppen am Volkstheater haben nun eine Kollision bekommen. Im Asphalt verschwinden Schienen am Julius-Rath-Platz korrigiert. Fehlendes Vorsignal vor Kreuzung Opernring Kärntner Straße. Oper Richtung Stefan-Fadinger-Platz wurde ergänzt. Bei Haltestelle Schottenring in Richtung Prater fehlt ein Stück Oberleitung, das nun ergänzt wurde. Nightline-Schild bei der Haltestelle bei Karzplatz wurde angepasst. Nachladeruckler von Haltestelle Paulanergasse Richtung Prater wurde verbessert. Falschraum parkende Autos im Bereich zwischen Schwedenplatz und hintere, Entschuldigung, Zollrand, Straße wurde ausgebessert. Und zu guter Letzt, Autos halten bei der Kreuzung Wiener Hauptstraße, Floragasse zwischen Haltestelle Meierhofgasse und Haltestelle Paulanergasse nun korrekt an. Scheinbar gab es da auch noch ein Problem. Das ist wie gesagt das neue Update, welches verfügbar ist. Das werden wir uns ja bestimmt auch in den ÖPNV-News jetzt zumindest angeguckt haben. Müssen wir aufpassen, hier ist ja die Haltestelle schon relativ weit vorne. Tür auf. Wundervoll. Ja, also ihr seht, ja, View-App ist dran. Ja, die wollen den Simulator jetzt wirklich auf absoluten Topstand bringen. Und ich muss sagen, sie sind auf einem sehr guten Weg. Also wie gesagt, zum Release gab es natürlich ein paar Probleme. Wir hatten es ja auch angesprochen gehabt, dass kein Release halt problemlos funktioniert. Ja, das wird immer mal so das ein oder andere geben. Das wird auch in Zukunft wahrscheinlich noch sein. Ja, ist jetzt natürlich, denn dementsprechend arbeitet man hier mit Hochdruck. Das ist mittlerweile der zweite Patch, meiner Meinung nach, der jetzt erschienen ist. Für Tramsim, also man kann wirklich davon nicht reden, dass der Entwickler sich jetzt hier ausruht und ja, sich jetzt praktisch zurücklehnt. Dementsprechend ja, läuft das eigentlich hier relativ gut voran. Was ein bisschen schade ist, ja, das können wir natürlich auch noch ein bisschen ansprechen. Klar, wie gesagt, jetzt funktioniert das Ganze hier mit den Repaints hier. Das finde ich ja eine relativ coole Sache. Ja, es gibt ja mittlerweile relativ viele. Schade ist, du brauchst unbedingt Discord dafür. Ja, sonst kommst du an die Repaints nicht dran. Finde ich persönlich, ist ein Zwang, der nicht sein muss. Ja, das kann man auch auf einer Website irgendwie veröffentlichen. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass ich das auch zuletzt auf der Website bekommen habe. Nur jetzt habe ich diese Seite halt nicht mehr gefunden. Also, wenn ihr Leuten helfen wollt, die zum Beispiel keinen Discord habt, dann stellt doch den Link gefälligst doch hier mal bei uns in den Kommentaren mit rein, damit ja, sich Leute, die zum Beispiel vielleicht keinen Discord haben, sich das Ganze auch runterladen können. Okay? Das wäre auf jeden Fall eine verdammt nette Sache. Was ich sagen wollte ist, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es hier ja keine Auswahlmöglichkeiten von Repaints gibt. Also, das bedeutet so viel, dass ihr immer nur ein Repaint praktisch installieren könnt und das Ganze, ja, müsst ihr halt in den Installationsordner von Tramsim packen und dann ist das Ganze installiert. Schwebt da ein Mensch? Ja, da ist gerade ein Mensch lang geschwommen. Schwoben, da oben, seht ihr? Naja, hier auch noch da. Also hier gibt es immer noch so ein paar minimalistische Fehler hier, ja. Aber naja, gut. Wollen wir mal jetzt hier nicht so kleinlich sein, wa? Nee, was wollte ich sagen? Klar. Repaint, wie gesagt, ihr müsst das Ganze in den Installationsordner packen, ja, damit ihr dieses Repaint benutzen könnt. Und dann könnt ihr auch nur eins installieren, weil ihr müsst, wenn ihr ein anderes benutzen wollt, dieses Repaint überschreiben. Also so war es jetzt noch in der letzten Version gewesen. Ihr konntet halt nur eins installieren. Ihr habt auch keine Auswahlmöglichkeiten von den Repaints. Ja? Also es gibt jetzt kein extra Menü, ja, wo ihr das euch jetzt zum Beispiel auswählen könnt, welches Repaint ihr jetzt haben wollt, so à la Omsi oder sowas, gibt's nicht. Ja? Also einfach in den Ordner und dann ist das, funktioniert das, ist das automatisch übertragen. Aber wie gesagt, ein Ordner, dass ihr zum Beispiel euch die Repaints zum Beispiel aussuchen könnt, gibt es nicht. Ja, sonst wie gesagt, Einstellungen speichern funktioniert jetzt. Also bin ich, ja,
überrascht, würde ich fast behaupten. Nee, aber wie gesagt, also es war halt ein bisschen lästig, halt, wenn du jedes Mal Tramsim spielen wolltest, musstest du halt das jedes Mal einstellen. Und gut, die haben jetzt auch das Auflösungsproblem gefixt, ja. Ich hatte halt permanent immer das Problem, dass ich halt immer den Bildschirm halt umstellen musste, weil ich halt nun mal einen 4K-Monitor habe, mein Windows auf 4K halt läuft, ja. Spiele teilweise immer nur in 1080p denn, ja. Und das mochte Tramsim so überhaupt nicht, ja, dass du da halt mit einer 4K-Einstellung rangegangen bist und das Ganze dann runter rechnen wolltest, halt auf 1080p, mochte der überhaupt nicht. Ja, und sonst war es erstmal so groß von dem Update, was wir jetzt hier haben. Könnt ihr mal in die Kommentare posten, was ihr so haltet von der Politik gerade, die Vue-App hier verfährt mit, Updates nach Updates. Findet das gut oder findet das schlecht? Immer größer, immer kleiner. Was sagt ihr halt zu den Repaints? Denn nutzt da gerne die Kommentarfunktion. Und wir dürfen noch gar nicht fahren. Wie gesagt, nutzt da gerne die Kommentarfunktion. Schreibt es am besten mal unten mit rein, ne? Und wie gesagt, der Startschuss ist auf jeden Fall gefallen. Jetzt müssen wir nur überraschen lassen, wie es weitergeht mit dem Modding. Ja, also vielleicht ist man da noch schneller dran, als man denkt. Multiplayer-Modus, ja, das wäre auch eine ziemlich nice Sache. Wobei ich eigentlich sagen muss, dass mir der Multiplayer eigentlich ein bisschen mehr bedeutet als die Modding gerade. Ja? Aber gut, das ist wieder Auslegungssache. Jeder sieht das Ganze immer anders. Müssen wir mal gucken. Ja, müssen wir mal gucken, wo die Reise mit Tramsim hier auf jeden Fall hingeht. Auf jeden Fall, Vue-App ist auf dem richtigen Weg. Ja, vielleicht doch noch der Straßenbahn-Simulator zu sein, der uns zurzeit ein bisschen so fehlt. Ja, weil die Konkurrenz schläft natürlich auch nicht. Sie arbeitet natürlich auch mit Hochdruck dran, dass das Produkt halt fertig wird. Ich meine, sie sind auch schon weiter. Aber auch da wird es noch einige Zeit dauern, bis wir da irgendwie mal von der Fertigstellung sprechen können. Wie gesagt, nutzt da gerne eure Kommentare dazu. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video hier wiedersehen. Wenn es natürlich Neuigkeiten gibt hier rund um Tramsim, ja, dann schaltet unbedingt wieder ein. Und sonst, falls ihr neu seid, lasst gerne ein Like da. Ja, abonniert uns, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und ich verabschiede mich hier, bedanke mich und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.